Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zum Passsimulator 21. Wir sind immer noch beim großen Finale hier. Ja, da wir es in der letzten Folge nicht geschafft haben, machen wir es jetzt. Deswegen. So. Das ist ärgerlich. Ich war schon bei der linken Hülsenwede. Ich hatte das Ding mittlerweile fast auf die Route auf 100%. Ich hatte alles grün. Ich hatte nicht eine negative Situation dabei. Noch eine kleine Wortschein, die ich hatte, die ich mitgenommen habe. Naja, müssen wir es jetzt nochmal angehen, leider. Das ist schon zum zweiten Mal abgekackt. Aber was wird's jetzt kriegen? Naja, irgendwie müssen wir es heute kriegen. So, pünktlich wie dem Aura, bei dem geht's. Ja, wenn wir es tatsächlich heute endlich durch haben, gehen wir die nächsten Tage irgendwann mit dem DLC an. Und dann geht's weiter mit Seaside Rally. So, wir wissen jetzt erstmal hier schon. War noch ein bisschen sauberer die halbe Stunde rein. Das war Hallo. Hallo. So. Der Dollar gibt zurück. Die Leute jetzt nach Hause stehen, sind nicht mehr bei uns. Ich liebe es. Fahrgast, ich habe es mitgenommen. Die standen noch länger dort. Naja, ich kann es schon wieder komplett neu. Kannst du schon wieder angehen, neu angehen. Ach, Mann, scheiß Spielfehler, sagt er. Fick dich. Fick dich, du kannst es vergessen. Ich bekomme dieses Lied von All Directions, Your Love Makes Me Strange, nicht mehr aus meinem alten Schädel. Ich wollte schon mit, falls das Wort einer möglich ist. Der Studententicket will zu haben. Ich brauche eine Fahrkarte. Hey! Ich hatte es so schön, ich war so gut, ich hatte die Hälfte fast der Strecke weg. Naja. Ja, wir jetzt zuerst ist die nächste. Entschuldigung, gepupst. Kann man wohl ein bisschen langsamer. Zu der Position, ja, mal gucken, ne? Ja. Was wir kriegen. So schön, also so. Das nervte mich. Wir hätten wahrscheinlich noch letzte Sinn gekriegt. Wahrscheinlich. Ich eigentlich den Ofen ausgemacht? Ja, hoffentlich.
Ventil vergessen. Vorne, achso. Ja. Motorbremsventil. Welche Tür ist denn das jetzt? Oh, die Tür ist jetzt noch offen. Ich weiß nicht, ob ich die. Ich so kriege, den kriege. Zu sehen, dass Trish Harper sich so viel Mühe gibt, um Angel Shores kulturell interessant zu machen. Ah, das ist natürlich jetzt. Hätten die Tür jetzt verarscht, als würde die Tür nicht zugehen. So, Lincoln Street. Ich war Baker Park North Entrance mittlerweile schon. Wie gesagt, ich hatte das Ding, was ich die kleine Mutter hatte, durch. Alles rot. Jetzt habe ich in drei Fahrts Leute stehen lassen in der ersten Halle, die Stelle direkt. Ah, Mann, Mann, Mann. So. Hallo. Hey. Bin ich gerade dabei. Ihr habt mich verstanden. Ja, da denkt nicht direkt links abzubiegen hier. Eine Fahrkarte bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Danke. Hallo? Der Fahrkarte kann wieder eingefahren werden. So, wo bist du jetzt hin? Du bist hier links, okay. Ach nee, jetzt steht der. Ich stehe die alle im Weg oder was? Lässt er den schön jetzt sauber reinfahren, das heißt, wir können durch. Richtung Pecunia. Das ist zumindest der Plan an der Sache. Ja, ich hoffe, das ist echt nicht schlimm, dass jetzt die drei Leute da stehen lassen haben. Wir müssen es halt relativ gut jetzt hochkriegen jetzt. So viele, also wenig Fehler wie möglich machen. Vielleicht kann man es sogar gerettet. Muss ich wechseln? Limit da rein. Wir gehen direkt durch. Das geht nämlich jetzt hier runter nach Pecunia. Also hier links die Abfahrt runter. Das hat sich zu schnell drüber fahren, dass du dich auch wenn ich am Fuß gehe. Und dann ist er Körper soll ich direkt kippen. Aber schauen wir mal. Nächste Anstelle ist doch Stockton Street. Wir sind wieder immer noch mal zu der Zeit. Einfache Fahrt, bitte. So, Tageskarte. Danke.
So, auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Okay, wir warten nicht, dass wieder irgendwer weg hat. Ich bin vergessen worden. Hallo. Hallo. So, alle Leute da. Geht so. Und weiter geht unsere Reise nach. In Richtung Gornbitsch. So, was du mich jetzt vorfällst. Bitte es fallen? Nicht. So, Goldbild ist die nächste Haltestelle. Jetzt geht's langsam wieder Richtung der Stelle, wo mir das Spiel abgekackt ist. Wie gesagt, ich habe drei Fehler drin gehabt. Ja, ich habe jetzt eigentlich. Hat nur die mal diese drei von der Seite schon drei Leute vergessen, mindestens. Oder vier, wie auch immer. Ich freue mich auf unsere Runde, die Pause, und das ist nicht mehr. Und Danny ist fast auf Stufe 7. Stopp, mal nur stehen, damit wir nicht darüber fahren. Nehme ich mit, okay. So, fahren wir durch. Ich bin letzte Woche mit meinen Kindern aus Italien gegangen. Sie fanden es toll. Das ist die Golden Bridge. Beine und die gute alte Position. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. So, und bitte eine Fahrkarte. 2,20 zurück noch. Parken aus Adventz. So, die Leute, die hier stehen, ist egal. So, wir müssen ja auch egal sein. Wir wollen einfach nur weiterhin die Leute mitnehmen. Hier habe ich eben dann auch den Quellfehler drin gehabt. Ich gerade jetzt wieder, aber die Motorrad ist mal nicht so krass wie eben. So passt es soweit. Das war nämlich der einzige Fehler, den ich eben gemacht habe. Und soweit war ich auch schon mal. Ja, jetzt habe ich das Fahrrad durch. Wirklich sind wir noch am Ende. Ach, ich liebe die Sonne. Ticket, einfache Fahrkarte. So. Türchen zu. Und fertig geht die Reise. Da bin ich auch die Leute da von der Alte, weil die Dingsmutter sind. So, ich muss jetzt bewusst mal wieder langsam machen. Weil hier geht's jetzt rein. Bleib stehen, bitte. Weil sonst wird's zu eng.
sehe schon. Aber die habe ich jetzt an, die runter die Sonderfahrt heißt, weiß ich nicht. Eigentlich sollte der Haltestelle sein. Hoppa. So, alles neues Geld mitnehmen. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, bitte. Ich gucke gerne Drone Swarm und spiele gerne Spring of Affection. Ach nein, ich gucke Swarm of Affection und spiele Drone Swarm. Nein. So, 320. Alle Leute sind dabei. Ich höre euch jetzt zu. Ich kann wieder umschalten, weil ich muss hier links raus. Das trifft sich jetzt ganz, ganz gut, dass der da anhalten musste wegen dem Fußgänger. Wieso passiert, dass ich nicht da die Fußgänger mitnehme? So, jetzt geht's einmal hier raus. Darf hier natürlich kein Auto entgegenkommen. Tut's aber, da kommt so eine Familienkutsche. Aber es kriegen wir hin. Es ist nicht einfach, ne, Leute? Es ist hier durchzumanövrieren mit dem Bus. Wäre in Real Life nicht einfach wieder kommt, ne? Das ist der Vorteil jetzt. Wir sind jetzt einmal rum. Der wartet auf uns. Wir haben keine gravierenden Unfälle bisher. Wir haben keine Fußgänger befahren. Wir haben am Anfang nur die drei vergessen. Das ist der Vorteil jetzt. Das heißt, es geht einmal raus. Perfekt. Wir sind ohne Fehler durch Arnold Park durch. So. So. Also, sind uns hier mit der Gefahrenverkehr zwei Leute. Ah, ein kleiner Fehler. Ich hoffe, das hat sich groß angewendet. Dass das hat sich wieder getriggert. Freund. Ja, das ist so eine fiese Haltestelle, die glaube ich ein bisschen weiter weg draußen ist, wo wir dann wieder drehen müssen. Gut aus bisher. Ich habe bis jetzt eigentlich nur diese drei Pferde jetzt angerechnet. Das Trinkgeld ist passiert. Genau. Jetzt geht es hier um nach Crimson Point. Die leider etwas außerhalb liegt. Das ist jetzt mit Haltestelle Nummer 12. Mittlerweile von, 21. 21 sind es, ja. Doch, 21 sind es.
Ich muss Park ausbauen. Das ist aber herzlich egal eigentlich. Meine verkackt einfach. Ich wollte die LED-Darstellung umstellen. Für die Lichtbusfahrer unter euch, diese Anzeige heißt übrigens Labo, L-A-B-O geschrieben. Ist der Hersteller. Von diesen LED-Erzeugen. So. Ja, nicht mit. Der da hinten. Steht doch noch einer, oder nicht? Gestern habe ich so ein Obst probiert. Jackfruit. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas, Mango und Melone. Könnte man einen Einfrucht-Smoothie draus machen. Nein, das ist also Jackfruit, das schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie Fleisch. Ich habe selber schon gegessen. Ist es ein Fake-Fleisch quasi, mehr oder weniger? Es ist halt Pro. Ja, ich komme aus Südamerika irgendwo. Und ich muss jetzt hier irgendwo, genau. Ich muss ja hier wieder drehen. Ich muss jetzt. Ich drehe jetzt hier rechts. Sie kann da von. Ja, wir müssen da drehen, genau. Ja, dann fahren wir geradeaus. Das ist mir zu eng mit dem Lieferwagen, der da hinten steht. Jackfruit, wie gesagt, das ist mir am liebsten. Ich habe es mit Reis gegessen damals. Und man kann es quasi wie Reis machen. Also man haut es dann in so einen Beutel mit Wasser. Haut dann mit einfach noch Kokosmilch dazu. Ich habe damals so ein bisschen was Mango, ein bisschen Curryartiges gemacht und mit Reis halt und es ist wirklich lecker. Es ist wirklich verdammt lecker, muss ich sagen. Also wenn man es nicht wüsste, weiß man, dass es kein, wenn man es nicht wüsste, weiß man, dass es eigentlich kein Fleisch ist. Aber wie gesagt, man kann es essen, es ist natürlich teuer. Klar. Aber es ist halt. Man kann es halt essen. Definitiv. Moin, Kollege. Hi. Oh, hey, ich bin gerade im Bus. Ja, im Bus. Ich dachte, wir sehen uns morgen. Oh, er ist gerade. Hast du von dieser großen Game Convention gehört, die in die Stadt kommt? Ja, Geld kommen, oder was? So, wir fahren jetzt hier gleich runter. Wir sind ja, also es geht so langsam straight Richtung Ende. Es ist nicht mehr so viel. Es sind eigentlich nur bisher drei Fehler, die wir eingebaut haben. Das ist halt. Der Park ist einfach zu viel Geld gegeben. Ich hoffe, dass es das reicht, um auf mehr als 85-86% zu kommen. Und dann darf das eigentlich reichen, um diese Finalmission abzuschließen. Das ist so schön geradeaus weiter. Wir sind immer noch unterwegs hier durch das Gebiet. Es geht jetzt langsam Richtung Bloody Sweet Milkwoods. Genau. Ich fahre jetzt viel langsam ran. Früher habe ich immer viel vergessen, dass ich an die Haltestelle. Das war nicht perfekt an die Haltestelle, weil ich fahre jetzt auch ein Stück vor, das muss passen. Ich kriege eine perfekte Halteposition hin. So, ja, Level 134 schon. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Weißt du, was dieser Stadt fehlt? Ein schönes Casino. Danke. So.
Da, links blinken, schön. Jetzt müssen wir nochmal geradeaus weiter. Weil wir müssen die Blendy Street noch mitnehmen und dann eine kleine Schleife zurückfahren. Da, wo wir jetzt gerade hergekommen sind, hätten wir dann rechts. Das ist nur das Problem, wir haben ja einen Stadtteil noch, den ich unbedingt mitnehmen muss. Ich glaube, das ist hier das Hafen. Ist das das Hafengebiet? Nee, das ist es nicht. Oder doch, könnte sein. Ich treibe leider keine gute alte Position, aber ist egal. Aber dass es trotzdem reicht. So, mal gucken, ob da oben jetzt doch eine Fahrkarte haben wir. Ist ja also einen Einzelfahrschein, bitte. Nochmal. Ich habe mal gerade eine Fahrkarte reinstellen. Klar, hier. Ich will ja Fahrkartenkontrolle machen. Dann ist Zeit. Ich habe schon kontrolliert. Ja, dann setze ich halt hin. Ist egal. Nee. Ich glaube, ich habe letztes Mal, wo ich kontrolliert habe, ich die drei hintereinander erwischt. Und zwar hier unten. Darf ich nicht hoch oder was? Diese neuen E-Busse sind so leise. Dann halt. Der Glück gehabt, der dicke Busfahrer kommt die Stück Treppe hoch, hä? Warte mal. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Sache, der dicke Busfahrer kommt doch schon noch hoch. Keine Sorge. Mindestens noch. Jawohl. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ah, alles klar. Ich geh da mal wieder runter hier. Wo ist die Treppe? Zeit für ein Lift hier. Oh. Darauf erstmal nachher ein halbes Schwein. Hey Schätzchen, so. Hast du die Windeln gekauft, um die ich dich gebeten habe? Und die Zahnbürste? Du hast die Taschenlampe nicht vergessen, oder? Hast du deine Mutter angerufen? Sie hat mir geschrieben, dass du sie zurückrufen sollst. Ja. Nein, sie hat gestern geschrieben. Heiz den Ofen auf 150 Grad vor, okay? Ich bin bald zu Hause. Ja, tschüss. Ja, ist das Hafengebiet über hier unten. Oh, ist Haber. Nein, man muss ja auch stehen bleiben mitten, ey. Ich hoffe, ich versuche mir sicherlich doch die Mission. Gefühlt schon zweimal ziemlich gut auszusehen. Gestern habe ich so einen Obst probiert. Jackfruit? Nein. Jackfruit! Schmeckt nach einer Mischung aus Banane, Ananas, Mango und Melone. Könnte man einen Einfrucht zu mir machen? Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Stelle im Viertel von Denali Research angetreten. So, Bewerbungsseite des Haus, das ist die nächste Haltestelle. Ich fahre jetzt eine weiter links. Bevor die war die Haltestelle vor. Oh, ist ja gut. Ja, ist einfach raus. Komm. Sollen wir persönlich sogar recht sein, weil dann kann ich nämlich ohne Probleme mit einem Rutsch rum. Dass ich zu schnell jetzt hier fahren. So.
gutes Timing, ja? Einfache Fahrt bitte. Ja. Oh, mein letztes Semester an der Uni habe ich gerade so geschafft. So. Danke. Jo. Das Madison Square. Jetzt hier rechts abbiegen, der biegt jetzt links ab, das ist mir gut. Da sind jetzt noch ein, zwei Leute dabei. Ja, der sitzt da oben, ne? Ja, der sitzt natürlich oben. Oh, ey, da muss ich wieder auch klettern. Ich wollte gerade sagen, das war einer von euch da. Als ich unten ist es so, meistens sind das die mal, die so ein bisschen im Kopf wackeln, also Kopf, das also DJ machen mäßig, wenn die da machen. Aber auch das gibt wieder positive Dings, wenn du sowas merkst. Durch. Ich hoffe, das ist alles. Das ist reicht. Wir sind leider etwas zu spät dran, weil ich jetzt den Muckerman, das Muckergirl ausmachen musste. Das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Das wird jetzt ein gutes Timing. Okay, das geht noch. Hey. So, wollen wir noch einmal mit? Schauen wir nicht. Gut, dann tschüss und weiter geht die Reise. So, Granny Stop. Ich versuche gleich dran zu denken, der Rückwärtsgang einzulegen, es wird direkt wieder zurück werden. Ein bisschen Zeit sparen, sonst müssen wir nach ganz oben fahren und drehen. Dann kann ich jetzt mich direkt hier an der Einfahrt zur nächsten Ladestelle, zahle ich oder 18 dann. Das ist die 17 und dann nur die 18. Oh, da steht viele Leute. Perfekte Halteposition, sehr gut.
Ach, das ist wieder positive Punkte. Sie können jetzt alle hinten reinhauen, sehe ich das richtig? Ja, sind sie. So, jetzt muss ich gerade gucken, wenn ich irgendwo noch ein Auto hinter mir da steht. Natürlich gerade nicht, da kommt einer, der will ja vorbei. Das heißt, ich drehe jetzt hier. Der Jeep kann noch durch, das ist okay. Ja, sind aber so einfach, das ist geil. So kriegen wir es locker rum. Und dann fahren wir nämlich hier runter. Dann sparen wir uns nämlich eine Menge Zeit und sind wieder voll im Saft. Voll im Saft. Der geht also gleich mal da. Ist mir aber egal. Nimm mal der mit, das war der. Mögen Sie lieber Knoblauch oder Zwiebeln? Ich Zwiebeln. Aber das Knoblauch wird ja manchmal nicht so. Die Fahrgarten haben wir jetzt rausgelassen, auch das gibt wieder positive Punkte. Und wir brauchen ja, glaube ich, wir haben 83,5%, wir brauchen glaube ich nur 85, um die Aufgabe als Erlös zu schaffen. So, nächste Stelle ist hier oben, guck mal, Church. Ich habe gar nichts gemacht. Schön langsam hier rum. Zur Haltestelle Nummer 18. Level 35. Nur hin, bitte. Die Technikfirmen bei Denali Research sehen super aus. Und ich kann es kaum erwarten, mich dort zu bewerben. Ich habe jemanden namens Sam getroffen. Der war nett, aber ein bisschen traurig. So, Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen Geld ausgegeben. Jetzt ist es um 65, das haben wir gleich ausprobieren. Drei Leute stehen lassen. Aber es zählt. Vielleicht reicht es ja, um zu sagen, komm, gib die Bewertung. Weil da haben sie eigentlich jetzt das zweite Mal gefahren. Dann müssen sie, glaube ich, nur häufig fahren. So, die nächste Haltestelle ist hier. Und dann kommt noch Kühe, die wahrscheinlich raus und dann sind wir durch. Fast. Okay, die Teile sind aber wieder zu früh. Ich kann gleich mal Fahrrad kontrollieren. Sixth Street. So ein schöner Tag. Ich brauche eine Fahrkarte. Natürlich. Hast du die neue Show in Planetarium gesehen? So. Danke. Nur hin, bitte. Ich liebe die Aussicht von der Hummingbird Beach aus. Ich lebe in einer sehr schönen Stadt. So, da wir ja schon mal ein bisschen was gemacht haben. Was? Ach so, hier. Ich dachte, ich habe eine gekauft. Hier. Kommen wir jetzt mal hier hoch oder hängt das schon wieder so ein bisschen? Na, ja, diesmal kommen wir hoch, wir haben abgenommen. Hier ist meine Fahrkarte. Hier. Entschuldigen Sie die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Gut, wir haben alle Fahrgäste kontrolliert. Wir haben einen Schwarzmacher erwischt.
Okay, hat mir nicht angezeigt, dass ich. Ja, das war natürlich zu kurz, ne? Das ist jetzt nicht zu schnell. So. Kojote Bosch. No. Jetzt Gas geben. Hoffentlich bald geschafft. Jetzt soll ich nicht noch 10-mal fahren müssen. Nee, hat es wirklich nur minimal gefehlt. Vielleicht reicht es ja jetzt im zweiten Durchgang. Ich habe nicht viel genau, wie wir das gemacht. Wir haben nicht viele Unfälle gebaut. Aber guck mal, das war. Wir gucken. Komm, wir gucken nochmal schnell, wie gut. So, wir gucken mal, wie den Fahrgast eingeschlafen. Dass wir den noch wecken können. Jetzt sind wir schon hier, Gott sei Dank. Nehmen wir den mit, dass wir den. Dass wir den nicht vergessen. Jetzt kommt die tolle Kreisverkehr hier. Geh Richtung Coyote Bush. So. Die kennen wir, glaube ich, auch noch von der anderen Seite, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sogar rein, obwohl wir eigentlich nicht, da wollen wir eigentlich vorhin. Ich sehe das Auto rechts hinter mir. Das reicht nicht. Ich habe 500 Kilometer vorher gebremst. Jetzt passiert nichts. Ich fürchte, dass das Bild echt versauert gerade so ein bisschen. Das war super. Es fing so super an. Ich fürchte, dass wir es noch fahren müssen. Ah, Scheiße. Ja, dann hör du doch mal laut mit deine Mucke. So. Nicht vergessen. Ja, wir sind immer noch unterwegs der Coyote, aber die Haltestelle ist nicht mehr so weit entfernt. Ich kenne diese Ecke mittlerweile auch schon hier. Das ist hier dieses Diner. So, der Jeep da vorne mal ein bisschen. Coyote Bush Nord. Fällt gerade die Position, fällt jetzt rein. Fickst du wie die Maurer? Hi! So, Tageskarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Normaler, also wenn wir Geld mit Zeit haben, machen wir nochmal eine Kontrolleurrunde, bevor wir die Leute da rauslassen. Ich fahre jetzt nämlich durch nach Alten erstmal. Weil es auch nicht mehr so weit weg ist. Ja, das ist ja nicht, ich bin eigentlich perfekt mit dem Dings rausgefahren. Mit Blinker rausgefahren.
Ich glaube, das eine Ding war, glaube ich, wegen dem geradeaus fahren. Ja, die Haltestelle ist jetzt gleich da. Dann sind wir durch, hoffentlich, mit der Geschichte Angels Shore. Also scheitert wirklich an diesen paar Meter, Millimeter nur an den Sternen. Also wir haben es eben ganz knapp nicht geschafft. So, ich fahre jetzt hier rechts runter. Da ist schon die Haltestelle. Jawohl. Minuten noch ungefähr. Bevor das die Haltestelle. Ich stelle mich jetzt ein bisschen vor die Haltestelle, dass ich dann direkt sagen kann, ich kontrolliere mal durch. Weil ich werde jetzt nochmal eine Kontrollrunde machen. Das wollte ich jetzt alle gleich aufstehen hier. Na klar. Mal gucken, ob hier noch welche sind. Ob da vielleicht doch noch einer sagt, der hat eine keine fehlende Fahrkarte. Oh, Augenblick. Haben wir schon kontrolliert. Da. Da haben wir noch einen. Da ist noch einer. Der Zauberer sollte mich unsichtbar machen. Klar, hier. Was? Hier ist meine Fahrkarte. Hier ist die Kratzer. Nochmal. Einen Fuchs zurückholen. So, perfekt. Dann haben wir sie alle durch. Und ich hoffe, dass es reicht, um ein bisschen was auszugleichen, wenn wir jetzt mal ein paar Fahrkarten, weil wir noch ein paar Leute kontrolliert haben. Und sogar entdeckt haben wir vier, glaube ich, jetzt nochmal geholt. Allein an dieser letzten Haltestelle. Und wir suchen jetzt nochmal jetzt kommen natürlich auch Leute durch die Straße. Das ist so, und jetzt ist was Gutes. Jetzt müssen wir mal gucken. Island Inn. Wir haben's! Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch in Angel Shores. Wir haben über 93%. Also 5 Sterne, wir haben ein volles Programm. Island Inn. Reicht das zufrieden für 4 Sterne? Eigentlich müssen wir jetzt durch sein. Ja, ich brauche die Tür nicht zu viel. Reicht es, dass das dann? Na, eigentlich haben wir es. Eigentlich müsste uns die Aufgabe, wir haben es ja. Wir haben doch alle Route. Haben wir nicht alle Route jetzt, alle Dinger jetzt nicht durch? Oder ist das schon wieder ein scheiß Bug? Ich habe mir die Routen doch alle einmal angeguckt. Ich habe noch alle Schatten noch einmal angeguckt. Hä? Eine reichernde Zufriedenheit auf eine Route zwischen alle Haltestellen. Willst du jetzt verarschen? Ist das schon wieder ein scheiß Bug? Obby's Rest. Obby's Rest. Brady, stop. So viel auf jeden Fall. Der Ball. Ja, zählt das echt nur wegen dem Scheiß. Und noch einmal alles durchgefahren. Alle Stellen jetzt durch. Alle Routen jetzt durch. Allerdings so. Alle Stadtteile einmal durchgefahren oder nicht? Ich wundere mich, dass. Verarschen jetzt eigentlich? Oder ist das ein scheiß Bug? Ist das schon wieder ein scheiß Bug? Aber eigentlich ist es ja durch. Wundere mich jetzt gerade. 21 Haltestellen, das ist ja nicht alles so. Hallo, ich will euch. Leider sollte der ja. Schnellreise, ich gehe noch rüber zum Depot, vielleicht reicht es dann. Ich frage mich selber, da müsste er eigentlich durch sein.
Den habe ich ja gerade. Blöd. Schönen Scheißpack. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht geht's dann auch. Was so ist das.